Ja, das ging jetzt wirklich schnell mit dem Shoppen. Wir haben auch nicht viel gebraucht. Einfach für morgen früh und heute Abend noch ein paar Kleinigkeiten. Und jetzt geht's los Richtung Bergün. Jetzt kommen wir gerade zur Abzweigung, wo wir dann im Winter umgedreht sind. Die hier, die Straße hier rechts, die ist dann im Winter eben geschlossen. Sobald der erste Schnee fällt, ist hier fertig. Ja, und jetzt kommt wieder richtiges Feeling auf hier. Schotter für die Reifen. Ja, das Tal ist schon ganz schön wild. Wir haben hier vor ein paar Wochen ziemlich Niederschlag gehabt und die Folgen davon sind deutlich zu sehen. Bachbett, das hat es glaube ich einmal komplett umgekrempelt. Ziemlich schottrig das Ganze hier, aber macht Spaß. Es ist aber nicht allzu weit jetzt in das Tal rein. Wir haben vielleicht jetzt noch einen Kilometer und dann kommen wir auf den ersten Parkplatz, den ersten offiziellen Parkplatz hier im Tal. Da steht dann auch der Kassenautomat. Das kostet 6 Franken pro Tag, glaube ich, oder 24 Stunden. Aber das sehen wir dann später. Das Ganze hat so ein bisschen was von der Kiesgrube hier. Ist es zwar nicht, aber natürlich wird hier die Straße immer freigehalten von den Rüfen, wo hier rechts und links runterkommen. Und drum steht hier auch immer ein Bagger parat. Und ja, der Kies, der kommt halt vom Berg runter. Ob der für irgendwas verwendet wird nachher, für den Straßenbau oder so, keine Ahnung. Aber das ist schon wild hier. Gefällt uns gut. Ach, das ist ein Video, okay. Ja, wir scheuen keine Mühen. Ja, wow, wow, wow. Adonis lebt. Ja, ist schon schick hier. So, jetzt sind wir hier auf dem untersten Parkplatz angekommen, hier im Val Tours. Da vorne ist der Zahlautomat. Ein Übernachtungsverbot haben wir nicht gesehen. Und Infrastruktur. Gibt's auch. In Form einer Feuerstelle.
Da liegt auch noch ein bisschen Holz rum. Und da hinten liegt noch mehr Holz rum. Jetzt steht einfach noch ein Auto zwischen uns beiden. Ja, das werden wir irgendwie auch überleben, denke ich. Und ich stehe jetzt nicht ganz eben im Gegensatz zum Zottel. Aber das können wir dann auch noch ausgleichen. Und ja, kann man es aushalten hier, würde ich sagen. Und jetzt müssen wir mal das Finanzielle regeln. Minimum 6 Stunden, Maximum 21 Tage. 24 Stunden 6 Franken. Dann nehmen wir doch die 24 Stunden. Passt. Verbote gibt's keine. Einzige Zahlstelle für alle Parkplätze im Val Tours ist hier. Mit Wartezeiten ist zu rechnen, aber nicht heute, am Samstag. Und die Parkplätze, die sind nummeriert. Aber ich denke, wir können gut hier bleiben. Das passt. Und natürlich habe ich ja auch noch hinten was auf dem Oski drauf, nämlich das Bike, das Mountainbike. Und das Mountainbike befindet sich hier in seinem natürlichen Habitat. Ja, ja. Bis Montagmorgen um 7.13 Uhr dürften wir jetzt bleiben. Können wir zwar leider nicht, aber wir durften. Und der Automat, der will einfach abgezähltes Geld. Aber ja, kein Problem. Ich habe jetzt 7 Franken eingeschmissen. 6 hätte es gebraucht. Passt. Ja, die Szenerie könnte eigentlich idyllischer nicht sein. Lagerfeuer. Ich glaube, das probieren wir heute Abend mal aus. Wir müssen es vielleicht ein bisschen klein halten. Aber es hat geregnet gestern und vorgestern auch. Somit ist es auch kein Problem, hier mal ein kleines Feuer zu machen. Aber bevor das losgeht, gehen wir noch aufs Bike und fahren mal in das Tal hinter. Ins Val Tours und schauen mal, wo es da noch hingeht. Wir sind ja schon richtige Sportskanonen. Eins ist sicher, ins Tal rein geht es ziemlich bergauf. Dafür geht es dann nachher ebenso schön wieder runter. Und da so ein Müsli nicht den ganzen Tag vorhält, gibt es noch einen Keks und ein bisschen Schokolade. Los geht das! Haben losgefahren und schon kaputt. Also hier im Val Tours parken nur auf den ausgewiesenen Parkplätzen. Da sieht man schon, einer kann nicht mehr. Vorne Pause. Sind wir bald da? Nö. Ah, geht ja bergab. Ah. Schwee. Das letzte Unwetter hat seine Spuren hinterlassen hier. Das ist ja voll krass. Eieiei. Schon krass, ne? Und ein Stück weiter hinten ist es jetzt wieder deutlich weniger wild. Sieht ein bisschen aus wie im Schwarzwald hier. Ist es aber nicht. Ja, und das ist richtige Bergdorf-Romantik hier. Da kann man schon mal einen Heidi-Film drehen. Und wer von uns beide ist Heidi? Ja, wir haben die Zivilisation wiedergefunden. Schau mal über den Berg und schon Riesenstadt.
Ja, schon schön hier. Aber ganz schön anstrengend, mein Gott. Und das Stadtzentrum ist in Sichtweite. Schluss jetzt Uptown. Ja. Uptown City Center. Und wie es sich für ein Dorfzentrum oder Stadtzentrum gehört, gibt es auch hier eine Einkehr. Ein Berghaus. Piz Cash. Aber schön ist da. Wir fahren rechts. Das macht es aber nicht besser. Kurzfristig schon. Ja, 300 Höhenmeter haben wir jetzt ungefähr. Vielleicht auch 400, keine Ahnung. Wir sind halt nicht mehr die Jüngsten mit zwei. Also das Dörfli hier, das heißt Chants. Chants geschrieben. Und jetzt kommen wir noch ein bisschen weiter hoch. Skaletta Pass 2640. Machen wir. Auf dem Wegweiser steht jetzt was von Alp Dilchant, also die Alp von dem Ort hier, wo ja eigentlich auch schon wie eine Alp aussieht. Und zu Fuß 45 Minuten. Ich denke, wir schaffen es in 15 bis 20. Und dann schauen wir mal, wie wir da noch drauf sind. Gell, Kai? Ja, so machen wir das. Gut. Das Fenster ist auch der Hammer. Ja, das wäre so Friedrichs Größe. Ah, der Kai und seine Ideen. Ja, was tut man nicht alles für ihn? Ja, wahrscheinlich 20% Steigung hier hoch. Der erste Gang ist drin und es ist trotzdem anstrengend. Oh. Wir kommen aus dem dunklen Wald raus. Geht noch weiter bergauf. Die Begeisterung hält sich in Grenzen in der Mannschaft. 10 Minuten noch zu Fuß. Also die Alp, die ist irgendwo dort hinten. Und da gibt es Alpkäse, Butter, Ziegel, frische Milch, Joghurt, hausgemachter Saft, Kaffee und Kuchen. Für Kaffee und Kuchen, da tue ich wirklich fast alles. Das kann ich euch sagen. So, und jetzt gehe ich Kais Wade massieren und dann gibt es Kaffee und Kuchen. Ja, mit der Verheißung auf Kaffee und Kuchen radelt sich's gleich viel besser. Gefühlt ist die Kraft schon wieder zurück. Der Wachhahn hat schon angeschlagen. Wir sind gleich da. Da oben ist die Alp. Wir haben es geschafft. Auf der Alp, der Chant.
Kaffee und Kuchen unterm Sonnenschirm. Ah, schön hier oben. So, jetzt schaue ich mal, wie hoch wir hier eigentlich sind. Ich schätze so um die 2000. Nicht ganz. Ah, Scheibenkleister. 1999. Das heißt, wenn ich jetzt da drüben draufsteige, haben wir es geschafft, 2000. Ja. Yeah. 999 Meter. Aber das heißt, wenn wir uns da oben hinstellen, wenn wir uns da oben hinstellen, haben wir 2000 erreicht. Also ich verschone den Jens jetzt heute mal. Ja, ich kriege über 2000 immer so schlecht Luft. Nennt sich Scheiterhaufen. Und ist echt lecker. Also, ich probiere mal. Und wer futtert denn die? Also, das ist irgendwie Weißbrot. Ich kann behaupten, sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gegessen. Wie machst du das? Oder ich bin doch schon ein bisschen rumgekommen. Also 2 bis 3 Tage als Weißbrot. Ja. Oder es ist auch irgendwie kalt und warm. Oder wenn ich einen Hefe oder die Buchteln mache, dann schneide ich sie auf. Ja. Und dann mache ich eine Schicht, dann mache ich eine Creme. Was als Semini-Creme kann ich jetzt halt sitzen. Nein, aber sehr lecker. Während wir hier den Scheiterhaufen essen, wird sich da unten kollektiv geputzt. Lustig. Kai, du sprichst ja die Sprache von denen. Ähnlich wie mit dem Co-Pilot. Ach so.